Part 3, Cowgirl der Wildnis. Hey, Yuna. Hallo. Also, der Ninja-Akt war ganz cool. Der hat Spaß gemacht. Ja, die Fechterin war auch nicht schlecht. Manchmal ist es ein bisschen cringe. Aber... allein, dass sie dreimal so viel spricht wie Mario. Krallt euch alles, was es lohnt. Oh... wir müssen die Räuber stoppen, bevor sie die Stadt ruinieren. Na, mir geht's soweit ganz gut, Yuna. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Zur wilden Wampe. Bester und einziger Saloon. Zur wilden Wampe. Bum, bum, bum. Bum, 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 bum. Warte mal, kann ich hier irgendwas machen? Habe ich mir doch gedacht. Ich weiß nur nicht, was ich mit den Münzen machen kann. Einmal fühle ich mich mutig. Ja, das ist schön. Sie haben alles geraubt. Oh nein. Hey, Sascha ist doof. Mir geht's gut, außer meinen Beinen. Was hast du denn gemacht? Viel gejoggt? Und grüß dich, Chris Boy. Ja, hier gibt's nichts. Na gut. Lassen aus dem Nichts Kakteen springen. Was zum Geier. Okay. Ich bin mit dem Hund gelaufen und gerade vor ein paar Minuten zurückgekommen. Ach so. Zusammen kriegen wir das Tor auf. Ach so, die muss ich ja verstärken. Die Peach kann so ein Tor nicht alleine aufmachen. Die brauche ich dafür. Ist immerhin eine Prinzessin, die Kleine. Herzchen. Ja, brauche ich glaube ich nicht. Die armen Leute im Salon aufhören. Oh nein, die bösen Buben. Ihr Ganoven. Lass mich raten, die lassen mich da nicht rein. Ja, ich habe mir Princess Peach Showtime geholt. Oha. Hier kommen wir nicht hinein. Aua. Ich habe da so eine ganz komische Ahnung. Wir müssen wahrscheinlich wie bei dem Ninja-Weg so einen Geheimgang gehen. Hey Boys and Girls. Hi Justin. Oh, fuck. Nur die Frame von dem Spiel ist Müll. Ruckelt mir ein bisschen zu krass. Sag mal, bin ich da zu blöd, da hochzulaufen oder was? Armes Pferdchen. Oha, da ist ein böser Bube. Den hauen wir mit unserem mächtigen Uterus in den Sack. Danke für die Hilfe. Hier geht's rein. Das ist schön.
Okay. Also, wir spielen in einem Theater und müssen verschiedene Akte durchlaufen. Beim ersten Mal waren wir eine Fechterin. Das hat richtig Spaß gemacht, sage ich euch. Aber Ninja Girl war auch nicht schlecht. So, dann machen wir euch mal ein bisschen stärker, Jungs. Oh, wei. Jo, erstmal Whisky gegönnt. Okay, das ist lustig. Ja, das ist cool. Ah, die Musik ist cool. Wer bist du denn? Spielst die Heldin? Egal, so kriege ich ein bisschen Unterhaltung. Oh, mit der Peitsche. Okay, das ist lustig. Gibt zwar keine Herausforderung an sich, aber... Das mit den Bullenhörnern oben ist ein bisschen extrem. Ein Greenhorn bist du also nicht. Zeit, mit der Beute zu verschwinden. Da kommt her, ihr Lümmel. Pferdchen! Das ist ja ein Holzpferd. Auf Leinen. Das Pferd ruft dich? Es will dir wohl helfen. Ja, siehst du mal. Die Mädels müssen kein Pferd zähmen. Das machen sie aus Freundschaft. Oh, das ist cool. Aua, falscher Knopf. Oh, ihr Lümmel. Bleib stehen, du Lump! Vergiss es. Aua. Ups. Oh nein. Warum habe ich zwei Herzen verloren? Nicht eins. Wahrscheinlich wegen dem Pferdchen. Aua. Oh, fuck. Falscher Knopf. Oh nein, muss ich jetzt jedes Mal... Ach, leck mich. Weil ich den falschen Knopf drücke. Ach. Einfach mal vom Fahnen, vom... Komm schon, Pferdchen! Jawohl! Wenn du es schaffst, kriegst du auch einen Knuddler von der Juna. Hier geblieben, du Schuft. Oh, ich habe einen Stern verpasst, schon wieder. Na warte, den holen wir uns noch. Das Pferdchen. Wenn es uns brav hilft, gibt es einen Knuddler von der Juna. Aber es ist wirklich hartnäckig. Tja, nun gut. Komm her, du Lümmel.
Aua! Oh, das ist gemein, warum? Aua! Ich kuschel mit allen Tieren. Nein, fast allen. Sehe schon vor mir Juna auf Tuchfühlung mit einer Tarantel. Oh, verdammt. Na komm her. Das müssen wir wahrscheinlich dreimal machen. Aua. Ah nee. So, du böser Bube. Gib mir all deinen Diamanten. Wir geben die nicht zurück, wir behalten sie selbst. Du hast unsere Juwelen zurückgeholt, ja. Oh, danke, behalte ich. Kostet noch ein Obo. Ich meine, irgendwie muss die Peach ja ihr Schloss in Schach halten. Habe ich gerade Schleife? Der Wildnis. Oh, ich kann Münzen sammeln. Weiß nur nicht warum. Für was? Sehen wir dann. Also ich glaube nicht, dass ich einen 100% Run machen werde. Finde ich das Spiel ein bisschen cringe und manchmal auch ein bisschen komisch. Ich bin aber auch nicht die Zielgruppe. Jedoch muss ich auf der anderen Seite sagen, mehr als Mario Wonder. Bis jetzt. Im Moment ist es im Theater ziemlich gruselig. Ah, Kundschaft. Interessierst du dich für die wunderbaren Kleider wie akzeptieren Münzen? Für dich habe ich eine wunderschöne Schleife, Stella. Seht euch doch mal um. Alter, wir retten dir gerade dein Casino und du verkaufst uns deinen Schrott. Ah, wir können Arschfisch kaufen. Sieht aus wie eine Knastbraut. Knastprinzessin, frisch entkommen. Clownmanege, würde ich sagen. Das ist okay. Ah, oh, das sieht echt aus. Juna, als weibliche Fachfrau, was sagst du denn dazu? Ich meine, das gepunktete Kleid ist okay. Das ist okay, auch. Ich meine, wir können uns alle kaufen, aber ich finde das nicht schlecht. Ah, Stella können wir auch. Oh. Ja, ich weiß nicht. Kontrast so komplett in Gelb. Holen wir uns mal. Ich weiß nicht, das Gepunktete ist nix. Bah, nein. Zwei Farbkleid. Na, ich weiß nicht. Farbverlaufkleid. Das, wie gesagt. Ja, oben. Das Oberteil ist halt sehr weiß, ne? Das ist ein bisschen too much, finde ich. Das gepunktet überhaupt nicht. Das Ringelkleid. Nee. Was meinst denn du? Welches Kleid soll man denn nehmen, Juna? Farbverlauf? Pünktchen? Ringel, Streifen oder zweifarbig. Das hier. Nice. Nice. Oh, sie hat, kann schon mal besser sprechen als
Okay, Stella. Nee, Stella ist mir eigentlich relativ. Sie kann besser sprechen als Mario. Was haben wir denn als nächstes? Das Fest der Leckereien. Oh, jetzt wird's aber lustig.